Tag. Hi Fabi, Servus. Hallo zu Hause, es ist Mittwoch und Mittwoch heißt Torwarttraining. Alle wieder fit, alle ausgeruht von letzter Woche. Ich denke schon, letzte Woche haben wir ein bisschen was für unseren Bauch gemacht. Ich würde sagen, wir machen da heute ein kleines bisschen weiter, jedenfalls zum Reinkommen, zum Aufwärmen, damit wir nachher zünftig loslegen können. Ja? Ihr habt hoffentlich schon alles hergerichtet, Bälle sind da, Trainingspartner ist da, wenn nicht, können wir das auch mit der Wand machen, das geht schon auch zur Not. Besser wäre aber ein Trainingspartner, Bruder, Schwester, Oma, Opa, Mama, Papa oder der eine Freund, der euch besuchen darf. Zwei Hühnchen brauchen wir und natürlich einen Ball. So, wir kommen gleich ohne viel Gequake zum Punkt. Und zwar 6 Sprünge, a 4 Mal. Okay? Und zwar sind es immer Einbeinsprünge. Wir versuchen von dem einen Hühnchen so weit, wie es geht, zum anderen Hühnchen rüberzukommen. Landen immer auf einem Bein. Das heißt, links springt hier ab bei Gelb, landet bei Rot rechts und bleibt rechts auch stehen, hält das Gleichgewicht. Du wirfst den Ball zu. Und zwar schön feste, nicht von unten nach oben, sondern richtig schön saftig, also dass der Ball hierher kommt. Eins, dann werfe ich den Ball raus und springe sofort wieder weiter hier rüber. Gleichgewicht halten, fangen und so weiter. 6 Stück, dann wechseln wir. Ihr könnt zu Hause auch wechseln oder ihr sagt, pa, ich packe die 4x6. Ja, denn ich habe ja zu Hause neben der Playmobil-Matte auch ein Sauerstoffzelt liegen. Wie auch immer. Wir fangen an. Los geht's. So, 1, 2, 3, nicht ganz so hoch, 4, 5, einen habe ich noch, oder? 6 habe ich. Nee, du hast glaube ich sogar einen mehr gemacht. Einen mehr, okay. Gut, nächster und los geht's. Hopp, 1, genau, Gleichgewicht halten und nach links. Arme weit davor. Ja. Das Gute ist, dass du immer zu mir kommst. Bleib da hinten. Schön tief runtergehen ins Knie. Genau. Hopp. Und letzter. Hopp. Okay, gut. Also, wir versuchen ein kleines bisschen mehr auf der Zehenspitze zu bleiben. Rüberspringen, Ferse so sitzen. Heißt immer, dass ich nach hinten wegruder, das Gleichgewicht schwieriger halte. Auf der Zehenspitze, wenn ich bin, schaltet sich einfach viel mehr Muskulatur ein. Auf der Ferse wird recht wenig beansprucht, heißt vielleicht die Oberschenkelrückseite oder die Oberschenkelvorderseite, indem sie hart gestreckt wird, einfach um aus Gleichgewichtsgründen das aufrechtzuerhalten. Geh weiter auf die Zehenspitze, dann schalten sich Wade, Oberschenkel und Popo ein. Ja, die gesamte Streckerschlinge ist dann eigentlich im Anmarsch und sichert auf jeden Fall schon mal das Sprunggelenk, heißt, wir kippen da eigentlich nicht weiter. Das Sprunggelenk ist dann hier auf der Zehe fest. Geh ein bisschen mehr noch ins Knie und da halten wir dann die Kugel. Okay? Also, so probieren wir es. Wenn ich das verkehrt mache, jetzt natürlich sagst du auch, hey, Fuß weiter runter, mehr auf die Zehenspitze. Ich sehe das ja selber nicht. Ja? Gut, okay, und los geht's. Wow! Okay. 3, 4. Okay. Schön zur Seite. Und los geht's. So. Hopp, gut. 1. Jawohl, genau. 2. Gut. Weiter nach vorne auf die Zehenspitze. Ja. Mehr ins Knie. Fuß hinten raus. Okay. Fuß hinten raus. Genau, super. Ja, sehr gut. Und die 4. Und die 5. Und der letzte. Jawohl. Okay. Erste Runde geschafft. Hin und her hüpfen. Ihr habt zu Hause natürlich 4x6 geschafft. Wir teilen uns das Ganze ein kleines bisschen auf. Zweite Aufgabe. Jeder kennt aus den Home-Fitness-Geschichten den guten alten Burpee. Ja? Runter, aufstehen, hochspringen und so weiter. Ist natürlich brutalst effektiv. Ja? Gerade für die Erwachsenen, wenn sie ihren Bauch losbringen wollen, aber auch für die Kids. Weil es unglaublich kraftausdauernd ist. Ja, es ist immer wieder eine Anforderung zwischen Kraft, Ausdauer und so weiter. Wir kombinieren das Ganze aber auch noch koordinativ mit dem Ball, was die ganze Sache noch ein bisschen
komplexer vielleicht ein bisschen macht, aber vor allem halt auch ein bisschen lustiger. Und das Gute ist, wir können gleich Torwarttechniken mit dazu packen. Alles klar, das heißt, wir gehen runter in den Stütz allerdings nur. Das heißt, unser Trainingspartner spielt den ersten Ball zu, mittig, die rechte Hand geht drauf. Jetzt merke ich hier schon, oh, ja, das wird ganz schön heavy. Bitte nicht aufrotieren, sondern gerade bleiben, die Hüfte bleibt gerade. So, zweiter, linke Hand, dann Füße nach vorne springen, aufstehen, einen kleinen hochspringen und feste werfen. Das ist der Durchgang, danach gehe ich sofort wieder runter. Sechs Stück. Relativ hohes Tempo. Du musst natürlich, wenn du deinem Partner einen Gefallen tun willst und ihn gern hast, dann spielst du die Bälle ein bisschen schneller. Wenn der dich geärgert hat, dann spielst du die Bälle schön langsam, damit es noch mehr brennt. Ja? Aber ich mag dich, deswegen spiel sie ein bisschen schneller. Alles klar, so, wir gehen runter in den Stütz. Hopp, erster Ball, genau. Hopp, zweiter Ball, hopp, runter, hoch. Und dann werfen, wenn ich wieder stehe. Okay, Nummer zwei. Hopp, eins, zwei, eins, zwei, warte, bis ich wieder lande, drei, komm, gut, jetzt kommt der vierte, oder? Jo, der ist da noch schon. Der fünfte, und der letzte, hopp. Hopp, hopp, hopp. Gut. Wechsel. Oder wenn es keinen Wechsel gibt, Minute Pause. Ja, kurz Pause. Ausschnaufen. Wenn ihr alleine seid, könnt ihr, reichen zwei Durchgänge. Ja, wenn ihr zu zweit seid, dann ja, macht auch wieder zwei. Also es reichen zwei Durchgänge. Na gut, also los geht's. Eins, zwei und nach vorne. Hopp, nach oben springen, genau. Und nächster. Und gleich wieder runter. Hopp, hopp, zapp, zapp, hopp, hopp, jawohl. Tapp und eins, hopp, zwei, hopp. Genau, Beine weiter auseinander, ja? Ja. Die Füße weiter auseinander beim Springen. Und los geht's, Nummer vier. Gut, hopp, hopp, und die 5, und los geht's, hopp, 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 und los geht's. Alles klar, das war's. Pause. Ich glaube, einen. Nee, 6. Sicher. Seguro. Seguro, claro. Gut. So, genau. Oh je. Ich bin wieder dran. Gut. Dann, und los geht's. Hopp, 1. Elfter Hammer. Jawohl. Zwei noch, oder? Ja. Warte. Und letzter? Und. Okay, gut. Ihr wisst, was gemeint ist. Den letzten sparen wir uns jetzt. Gut. Das dir schenke ich einen. Mir tut es nicht. Oder mir schadet es nicht, wenn ich noch einen mehr gemacht habe. Genau, dritte Übung. Wir springen immer über eine gedachte Linie drüber. Das heißt, du hast den Ball wieder hier. Wir springen im Prellhopser. Heißt, Sprünge ohne große Pause. Drüber, zurück, drüber, zurück, drüber, zurück, drüber, zurück. Ja. Dann, wenn ich bei Rot angelangt bin, Sidestep wieder zurück. Okay? Und ich kriege von dir den ersten Ball, den fange ich mit rechts, werfe ihn zurück, dann mit links, zurück, dann Sidestep und wieder tap, 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 tap. Sechsmal, dann wechseln wir. Okay, also rechts fahren zurück, links fahren zurück. Einfach. Ballen von unten werfen. Genau, am besten von unten werfen, denn das Blöde ist, bei von oben werfen geht der Ball nach unten und ich tue mich beim Einhändigfangen, eigentlich habe ich nur so eine Chance und von unten nach oben steigt er schön auf und ich kann ihn
Schon zurückfangen. Okay, alles klar? Gut. Also, gedachte Linie. Wir springen durch. Los geht's. Hopp. Sidestep weg. Hopp. Erster. Hopp. Zweiter. Zurück und eins. Hopp. Bisschen fester darfst du. Und hopp, 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 hopp. Seitlich weg. Dritter. Und das war der dritte, oder? Ja. Mach mich nicht schwach, du. So, eins, hopp, zwei. Und der fünfte, oder? Jo. Und der letzte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hopp. Okay, wechseln bei uns. Und bei euch kurze Pause. Oder Papa ist dran, oder Mama, Bruder, Schwester. Oder der Kumpel. Genau, los geht's. 6 Stück. Hopp, 1. Seitlich weg, rechte Hand. Linke Hand und weg geht's und hopp, 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 rechte Hand, linke Hand und Nummer 3. Gut, gut und hopp, hopp, Nummer 4. Nummer 5. Gut. Und der letzte. Sehr gut. Okay, gut. Dann wechseln nochmal. Nochmal 6 Stück. Und los geht's. Heißt es, oder? Ja. Gut. Und wie schaut's aus daheim? Auf geht's, komm. Nochmal mitmachen. Einmal zur Mitte. Hopp, wir haben noch 3 Stück vor uns, Leute. Komm. Hopp, und los geht's. Zap. Und nächster. Yes. Und zweimal, oder? Ja. Hopp. So, und komm. Hopp. Gut. Und der letzte. Zap, 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 zap. Und jetzt 1 und 2. Den letzten sparen wir uns wieder. Ihr könnt den zu Hause natürlich noch machen. Ihr wisst, was gemeint ist. Je nachdem, wie viel ihr eben machen wollt. Ja? Letzte Aufgabe, die ist ein bisschen schwieriger. Und zwar, es geht immer, wir machen insgesamt 4 Bahnen. Ja? Wir springen auf einem Bein. Und in die Richtung, wenn wir gehen, auf die rechte Seite, springt immer der rechte Fuß. Wenn wir zurückgehen, springt immer der linke Fuß. Okay? Wir machen eine hin, eine zurück, das reicht. Dann ist Wechsel. Und zwar, wir springen quer, zurück, linke Hand fangen. So. Dann quer, also einmal 90 Grad landen, 90 Grad wieder zurück, linke Hand fangen. Quer. Gerade linke Hand fangen, dann der Wechsel, links weiter. Mhm. Alles klar? Hin, zurück, dann Wechsel, hin, zurück, wechseln. Alles klar? Ja. Für euch auch gecheckt zu Hause? Ja, ja. Okay, habe ich gehört bis hierher. Alles klar. Und los geht's. 1, 2. So, Gleichgewicht schon halten. Ja? 1, 2. Hopp, hopp. 1, 2. Genau. Und 1, 2. Rechte Hand, 1, 2, rechte Hand, 1, 2, rechte Hand, Pause. Du bist? So. Halt, stehen bleiben. Rechter Fuß. Und linke Hand, genau. Und los. Hopp, hopp. Gut, bisschen mehr ins Knie gehen dabei. Hopp. Ja, du schaffst sogar noch einen vierten. 1, 2.
Sehr gut. Und wechsel auf links. Und 1, 2. Jawohl. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gut. Wechsel nochmal. Fabian hat 4 geschafft. Ich habe nur 3 geschafft. Ja, dafür war der letzte unsauber. Das kann sein. Das macht auch nichts. Ob 3 oder 4 ist nicht so schlimm. Am besten, man macht aber immer einen mehr. Ja? Ein bisschen was schadet nie. Immer einen mehr, als der Schweinehund sagt. Wenn man nicht mehr kann, mache ich trotzdem noch einen. Ja? Den ziehe ich noch durch. So, letzter. Eins. Hopp. 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 Ja, sehr gut. Und linker Fuß. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Auch 4 geschafft. Jawohl. Fabian nochmal oder sparen wir uns den nochmal? Okay, wir haben ja noch andere Übungen auch. Ihr wisst, was gemeint ist. Ich denke, ihr seid jetzt von Kopf bis Fuß schön warm. Wir sehen uns gleich. Kurze Trinkpause, dann machen wir weiter. Bis gleich. So, okay, alle haben getrunken. Wir gehen weiter in die Grundtechniken. 3 Übungen dazu. Und zwar, ihr braucht wieder 2 Hütchen, ja, oder zumindest ein Hütchen, würde ich jetzt mal sagen. 2 Hütchen besser. Ich zeige euch nachher auch warum. Baut euch ein kleines Tor, ungefähr so, was ist das, so ein guter Meter, ja? So ein guter großer Schritt. Ihr beginnt, und zwar, wir machen jede Aufgabe immer 4-mal, okay? Erste Aufgabe, rechte Hand geht über die linke Seite einmal runter zum Hütchen, zurück im kleinen Sprung stehen, dann kommt schon der Wurf. Also feste werfen, sichern, raus, wieder. Rechts runter, zurück, hopp. Der kommt dann zügig, der Wurf. Ja? So, rechts runter, hopp, fangen, hopp, rechts runter, hopp, fangen. Also ein bisschen spielen. Der soll nicht erschrecken, es ist keine Reaktionsaufgabe. Ja. Der Wurf kann nur ein bisschen fester kommen, wartet aber, bis er wieder steht, den Blick hat, und dann kann der Wurf ruhig feste kommen. Ja, nicht zu früh, denn man ist nicht bereit. Alles klar? Dann das Ganze über die linke Seite. So, linke Hand, hopp, genau. Ja, zweiter Ball, linke Hand, hopp. Auch hier haben wir wieder eine kleine Hüftrotation mit drin. So ist gut. 1, hopp und Wechsel. Fabianski ist dran. Okay, und du kannst die Füße auch drehen, ja, und dann schön über die Hüfte runter. So, und los geht's. Hopp. Rechte Seite, genau, mit Springen dabei, Füße dabei auch springen. Ja. So, spring dich. Achso, mit den Füßen. Spring mal um. Ja, hopp, genau. Und 2, gut. Und 3, und 4. Und andere Seite, linke Hand. 1, hopp. 2, hopp. 3, hopp. Und die 4, hopp. Gut, wechsel und mach die Übung wirklich jetzt zu Hause, auch wenn man sagt, ja, das kann ich schon, fangen und so weiter. Mach die ruhig öfter, ja, weil wir viel fangen dabei, was ganz, ganz wichtig ist, weil wir viel Umorientierung dabei haben. Das heißt, wir schauen immer wieder weg, schauen wieder nach vorne, der Kopf muss mitkommen, die Augen müssen mitkommen. Das ist für Hand-Auge-Koordination eine sehr schwierige Aufgabe, und wir haben auch ganz körperlich koordinativ natürlich immer wieder dieses Umspringen, zurückspringen und gegen gleich eine Hand über eine andere Seite, alles irgendwie ziemlich komplex. Macht es wirklich jeder 3-4 Mal hintereinander, immer diese 4 Durchgänge. Okay, so, also erstmal hopp, gut, hopp, 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 und die andere Seite. So, 1. Sicherer Stand beim Fangen. 1. Gut. Wechsel nochmal. Und los geht's. Hopp. Hopp. Boah, jetzt bin ich hängen geblieben, sorry. 2. Gut. Jawohl.
Gut. Und die andere Seite. Hopp. Und die zweite Seite. Hopp. Und die dritte Seite. Jawohl. Und die vierte. Okay, gut. Jetzt warum das zweite Hütchen? Weil ich mir da immer ein bisschen leichter tue, das in einem Türchen zu erklären. Ihr könnt es zu Hause aber auch so machen, dass ihr nur einen Orientierungspunkt habt und das zweite Hütchen nicht wirklich braucht. Ich tue mir damit immer leichter, zeige ich gleich warum. Um was es geht, ist jetzt flacher Ball, seitlich. Wir machen immer 4 pro Seite. Und wichtig ist dabei, wir haben immer dieselbe Position. Wir wollen auch nicht unbedingt weiter einmal, deswegen steht hier das Hütchen, damit ich immer wieder weiß, wo ich hin muss. Ja? Sonst würde ich immer weiter nach vorne wandern. Das wollen wir nicht, sondern wir haben immer die Position. Linkes Knie leicht hinten, rechtes Knie weiter vorne. Die Hände sind im Schoß. Jetzt spielen wir den Ball in etwa so. Genau, wir gehen dann so zum Ball. Eins, okay. Raus, auf und du spielst direkt weiter. So, 2, auf, 3, auf, 4, wow, auf und gehalten. Alles klar? Danach wechseln wir auf die linke Seite. Linkes Knie vor, hopp, 1, obere Hand spielt raus, untere Hand drückt sich ab, spielt gerade, Fabi. Nein, sorry. Ja. Gerade. Also. Gerade, genau, obere Hand spielt raus, linke Hand drückt ab, 2, 3 und 4, okay, gut, und wechsel. Die ganze Bewegung, das Abfangen, passiert alles jetzt nur Hüfte, Knie, bisschen auf der Körperseite, die Ellenbogen sind eigentlich komplett raus, ja? Gut, wir fangen rechts an und los geht's, 1, so, auf kurz und gleich wieder. Und auf kurz, sichern den Ball. Genau. Und auf und hopp. Und obere Hand spielt. Immer mit der oberen Hand raus. Machen wir noch eine. Ja. Obere Hand spielt raus. Und die rechte stößt sich ab. Ja. Die rechte kannst du mitnehmen. Okay. So, wechsel links gleich. Und komm her. 1, auf. 2, bisschen weit, sorry. 3, hopp. 4 und auf. Genau. Perfekt, wechseln wieder, oder? Ja. Genau, 4 Stück pro Seite. Auch hier macht es wirklich, also wir tauschen immer ein bisschen. Für euch ist es super, wenn ihr wirklich jeder 4-mal pro Seite und das Ganze 4-mal hintereinander. Ja, also das heißt, wir haben 16, nee, stimmt gar nicht, 32 Wiederholungen. Ja? So, okay, und los geht's. Hopp, ein bisschen fester, auf, hopp, Nummer 2, hopp. Nummer 3, ein bisschen spät. Nummer 4, ich wechsle rüber und einmal, hopp, zweimal. Also ihr müsst nicht besonders hoch kommen. Wichtig ist nur diese Wippe, die wir drin haben. Und wenn ich dann sehe, dass der Ball kommt, lasse ich mich einfach wieder plumpsen, ganz einfach. Genau. Das Schlimme ist gar nicht das auf dem Boden sein, sondern das Aufstehen ist immer das Bescheuerte. Ja. Nach der Übung. So, also Hände zusammen. Und los geht's, schräg nach vorne, genau, erster und zweiter und dritter und vierter, genau. Und lass die Hände schön vorne, ja, da sind sie immer so ein bisschen auf Ohrwaschelhöhe, schön die Arme nach vorne strecken. Und los geht's, hopp, sehr gut. Und los geht's, jawohl. Und die 2, hopp, und die 3, jawohl, gut. Sehr gut, alles klar, perfekt gemacht. Dann... letzte Aufgabe, wir können das Ganze jetzt ein kleines bisschen größer machen. Es geht flacher Ball, auf, flacher Ball, aufstehen. Mhm. Du nimmst den Ball dann in die Hand, okay? Ich fange den Ball, also du wirst dann gerade, ich fange den Ball und dann geht es wieder runter auf die andere Seite. Also Kippe auf, aufstehen, fangen. Ja. Zweite Seite, okay? Pro Seite oder jede Seite machen wir... wieder 2-mal. Ja. Alles klar? Gut. So. Okay, und hier fangen wir an. So, erster, hopp, gleich der zweite, hopp, aufstehen, stehen und dann kommt der Wurf. Ja. Alles klar? So, fangen, sichern, Kugel raus, ich gehe wieder auf den Boden, linke Seite ist dran und los. Hopp, erster, hopp, zweiter und aufstehen, fangen. Ja? Beim Aufstehen, im Stehen nochmal kurzer Schritt in diese Nullstellung, in diese
Ausgangsbasisstellung, wo beide Fußspitzen in Ballrichtung zeigen oder in die Richtung, wo der Ball eben herkommt. Leicht in den Knien sein und vor allem federn, flexibel bleiben, nicht steif auf der Ferse stehen. Okay? Zweite Runde und los geht's. Hopp, erster. Hopp, zweiter. Stehen, hopp, fangen. Und warte. Und los geht's. Hopp, beide Hände am Ball, dann erst wechseln. Hopp, fangen, stehen, sichern. Genau. Und voll an den Strang. So, und los geht's. Hopp. Erster, gut. Und gleich der zweite. Gut so. So, stehen und erster. Jawohl. Und hopp, gut. War ein bisschen früh, gell? Sorry. Alles gut. Und zwei, sehr gut. Und jawohl. Gut. Zweite Seite. Los geht's. Hopp, erster. Hopp, zweiter. Hopp. Und jawohl. Und los geht's. Hopp, eins. Hopp. Zwei, hopp, jawohl, perfekt, alles klar. Gut, Grundtechniken erledigt für heute. Wir haben quasi flache Bälle seitlich, wir haben halbhohe Bälle zum Fangen und jetzt gehen wir einen sauren Schluck trinken, damit wir gleich wieder fit sind für Übung Nummer 3. Bis gleich. Okay, gut, dann nächste Aufgabe. Wir hatten jetzt die Grundtechniken, wir sind auch ordentlich warm. Jetzt geht's um was? Um Technik, ja? Fußball. Technik, ganz genau. Weil es halt einfach nach wie vor mit das Wichtigste ist, dass wir auch auf dieser Position brauchen. Ja? Also, wir basteln uns wieder ein kleines Türchen. Unser Zuspieler steht so weit wie es geht eben im Zimmer weg von uns. Das ganze Türchen ist so, ja, so 1,5 Schritte, mehr Platz braucht ihr eigentlich gar nicht. Den Ball kriege erstmal ich und wir beginnen mit einer Kombination, ziehen, vorlegen, Sohlenwende. Aus der Sohlenwende den ersten Kontakt über die Linie nach Hause Richtung Wand spielen. Bevor der Ball hier einschlägt, Sohlenwende raus, ziehen, Fußwechsel in Kombination, spielen. Und dann wird einfach nur der Ball flach zurückgeschossen, aufnehmen, plumpsen, raus, aufstehen. Rotes Hütchen, halbhoher Ball zur Seite, finito. Verstanden, nein? Ich glaube schon. Vor, ja. Wir machen es einfach mal vor. Schön langsam, damit jeder auch mitkommt. Also, ziehen, vorlegen, Sohlenwende links. Erster Kontakt hier rein, Sohlenwende rechts raus, Achtung, aufhalten, ziehen, Fußwechsel, spielen, Position, scharfer Ball, einmal, zweimal, Kugel raus, jetzt zu Rot weg, hinter Rot, Fuß auf die Linie und zur Seite weg. Alles klar? So weit, so gut. Details, natürlich, weiß ich, dass ihr... diese ganzen Tricks und Finden schon zum tausendsten Mal gesehen habt. Macht aber nichts, denn versucht sie so schnell es geht jetzt aneinander zu setzen. Ja? Wir können alle gut Fußball spielen, wollen wieder mit so wenig Kontakten und Zwischenkontakten wie möglich spielen. Das ist mal das Erste, was die Technik hier angeht. Das Zweite, versucht mal die Torwarttechniken, weil wir jetzt dann doch viel von oben nach unten uns bewegen. Ich sage immer, in Zeitlupe zu machen. Also der Ball kommt, der wird gefangen, passt. Die Sicherung und das nach unten kommen, versuchen wir in Zeitlupe zu tun. Das erfordert einen unmenschlichen Kraftaufwand, unmenschlich nicht, sonst könnten wir es nicht schaffen, aber einen sehr hohen Kraftaufwand. Und dieser Kraftaufwand hilft uns später, wenn wir im freien Feld wieder spielen. Da gibt es dann welche, die holen den Ball aus dem Kreuzeck raus, toll, fangen ihn, aber platschen wie so ein Pfannkuchen auf den Boden und verlieren dabei den Ball, weil die Körperspannung fehlt, weil einfach das Gesamte von Kopf bis Fuß die Muskulatur nicht überall gleichmaßen beansprucht ist und das ist sie eben in der Zeitlupenbewegung eben schon. Also versucht, so langsam es geht, mit dem Ball nachher zum Boden zu kommen. Ja, alles klar. Genug geredet. Los kann's gehen. Ziehen, vorlegen. Sohlenwende, erster Kontakt rein. Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, spielen. Fertig machen und in Zeitlupe.
Zweiter Ball, raus, hinter dem Boden stehen, hopp und runter. Okay? Gut. Ich hätte noch zeitlupenartiger sein können, oder? Ja, wobei ich sehr weit nach außen geworfen habe. Also war es schon sehr gut. Okay. Gut, das Ganze nochmal. Ziehen, vorlegen und los. Feste ziehen, springen auf dem Standbein und den Ball quasi nach vorne lenken. Bitte nicht stehen bleiben und sagen, sonst knickt mir irgendwann hier das Knie ab. Also Standbein springt natürlich mit, kennt ihr aber aus dem Fördertraining. Ja? Also hopp, hopp, Sohlenwände, erster Kontakt, Sohlenwände ziehen, Fußwechsel spielen, erster Ball, hopp, Zeitlupe, hopp, rot raus, hopp und runter geht's. Ja? Gut. So, ja. Einmal noch, Fabi, dann bist du dran. Sehr gut, ja. Kleiner Tipp, zieht schön die Ärmel über die Knöppel hier, sonst haben wir rote Flecken. So, los geht's. Hopp, hopp, hopp. Einmal, hopp, hopp, hopp. Spielen, jetzt. In Zeitlupe. Oh, sorry. Alles gut, Reaktion ist da. Und runter geht's. Ja, okay, sorry. Alles gut. Fabi hat eine Reaktion. Unfassbar. Patsch. Achso, du kriegst den Ball. Gut. So. Und los geht's. Hopp, hopp. Sohlenwände, erster Kontakt. Sohlenwände ziehen, Fußwechsel spielen. Und einmal, genau, sehr gut. Rot, zu rot. Ja. Und jetzt Fuß vor, Zeitlupe und nach unten. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir die Bewegungen aufteilen wollen. Ja? Also versuch wieder, so wie letzte Woche auch, den Fuß zuerst zu setzen, schon ein bisschen zu kippen, dann, ich werde es schon richtig, ja. Richtigen Moment, aber wir splitten mal die Bewegungen so ein bisschen auf, Stück für Stück. Ja? Gut, genau. Und los geht's. Hopp, eins, zwei, Sohlenwände. Hopp, Sohlenwände rausziehen, Fußwechsel spielen, erster Ball. Sehr gut. Rot stehen wir und eins, zwei und weg. Genau. Geh mal nochmal in Position. Ja. Ich werfe den Ball zu. Halt den Ball schön vorne. Schön vorne. Und jetzt bleib so, bleib so. Ja. Und jetzt in Zeitlupe zum Boden. Zeitlupe, Zeitlupe, Zeitlupe. Genau. Und jetzt leg dich über den Ball drüber. Sicher ihn noch. Ja. Genau. Beide Hände ziehen dran. Ja. Beide Hände ziehen dran. Beide Hände, beide. Genau. Jawohl. Das meine ich dann mit Zeitlupe. Ja. Ja? Also mal wirklich spielen, bis man mal so ein Bewegungsgefühl auch hat oder so ein Gefühl, ah, wie fest falle ich auf den Boden oder ist es schon rund? Umso mehr in Zeitlupe, umso besser, umso mehr kriege ich es rein. Aber wer es natürlich schon super kann, der kann das Ganze auch natürlich zügiger machen. Los geht's, nächste Runde. Eins, zwei, Sohle, schön, macht nichts, Sohle raus, ziehen, hopp, spielen, erster Ball, jawohl, gut so. Und Zeitlupe. Jawohl, perfekt, super, gut, viel runder, ja, es ist einfach viel, viel runder schon, es ist nicht so langsamer, ja, genau, es ist einfach langsamer und dadurch viel entspannter und sauberer alles, ja, letzter, schaffst du rein? Einen schaffen wir, ja, klar, ihr zu Hause auch daheim, logisch, und los geht's, hopp, hopp, so, Schadling, passt schon, hopp, hopp, Sohle weg, Sohle. Es ist eng, es ist eng, es ist verdammt eng, meine Freunde. So, also hopp, eins, zwei. Sohle, hopp, Sohle, gut, ziehen. Fußwechsel spielen, erster. Gut, schön. Zeitlupe, fast nichts gehört. Und jawohl, perfekt. Okay, gut, super, Fabi. Dann zweite Aufgabe. Wir drehen um. Gegenteil von ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Das heißt, wir starten jetzt auf der roten Seite. Unsere Linksfüße zu Hause, ja, das habe ich natürlich vergessen jetzt zu sagen, hätten es so rum gemacht. Ziehen, vorlegen, links, dann Sohlenwände und so weiter. Die hätten einfach von links gestartet. Die Linksfüße würden jetzt bei Gelb starten mit links ziehen, zurück, dann Sohlenwände links und vier Rechtsfüßer. Fangen an mit ziehen zurück rechts, dann Sohlenwände rechts. Ja? Also 1, 2, Sohle rechts. Und jetzt geht nicht der linke Fuß, sondern der Führfuß mit Schiebekontakt hier rein und aus dem Schieben Sohlenwände, ziehen, Fußwechsel, spielen. Du nimmst den Ball auf, okay? Spielst mir einen scharfen Aufsetzer zu,
Der Aufsetzer sollte circa hier hochkommen. Also direkt vor mir. Was ich möchte ist, jetzt nicht das Aufnehmen und nach vorne fallen, sondern ich möchte wirklich, schmeiß mal kurz her, der Ball hier kurz vor mir aufkommt. Ja, so ein bisschen näher noch, also eigentlich fast bei meinen Füßen. Ich will eigentlich mehr hier, ja. Noch weiter? Ja, und nicht so hoch, sondern ich will eigentlich mehr so, dass wir hier wirklich so eine Grube bauen. Okay, ja. Und die Kugel dann aufnehmen. Also der kann dann ruhig noch tiefer sein. Ja? Einmal, aber nicht plumpsen. Ja. Ja? Genau, das ist der erste. Dann gelb weg, linker Fuß vor und wir gehen über die linke Seite. Alles klar? Zu Hause auch? Wunderbar. Dann gehen wir los. So, also ziehen, zurück, Sohle, schieben, Sohle, ziehen, Fußwechsel, spielen, du nimmst den Ball auf, so, hopp, erster, Kugel raus, stehen und, also, das war mein. Lieber Fabian, ich bin keine 1,95 Meter, vergesse ich immer wieder, okay. Sondern nur 1,89 Meter, so, okay, achso, ich brauch den Ball. Aber katzenartig. Was ist das? Wie so ein Frosch, der so eine Fliege fängt. Pam! So, eins, zwei, hoppla. Sohle raus, schieben, Sohle raus. Ziehen, Fußwechsel, spielen. Und erst aufnehmen. Grätsche. Und hopp. Genau. Jetzt mache ich das Ganze nochmal schön. Weil das war natürlich schöner Käse. So. Hopp, hopp, Sohle, schieben, Sohle, ziehen, Fußwechsel, spielen, hopp, aufnehmen, hopp, gelb stehen machen und weg. Und Herr Pachinger. Jo. Sohlenwende links. Sohlenwende links, genau. Also schau, dass du schön gerade reinkommst ins Hütchentor. So, eins, zwei. Sohle gerade, Sohle ziehen, Fußwechsel, spielen, erster Ball. Hopp, genau. Ruhig breiter in die Grätsche, genau. Dann Hüpfer links weg, nach gelb weg. Links raus und runter, genau. Gut, super. Und erster, gut so. Und Hüpfer weg, links raus. Yes, super. Gut. Noch ein. Du magst lieber die Seite, gell? Ja. Ja, klar, noch ein. Jeder immer drei. Und los geht's. Hopp, hopp, Sohle, hepp, Sohle, zack. Eins, zwei. Und hopp, gut. Und weg. Und links nach vorne, stark. Sehr schön. Geht noch einer? Einer geht noch, oder? Einer geht noch, ja. Jawohl. Immer einen mehr machen. Und los geht's. Eins, zwei. Sohle, schieben, Sohle, ziehen. Mega, super Ball. Und los geht's. Jawohl, schön. Und hopp, hopp, hopp. Gut. Fertig. Trinken, Kraft tanken. Dann geht's los mit einer Viererballrunde zum Schluss. Aber wir gehen noch mal kurz ein bisschen Kraft noch tanken. Bis gleich. Alles klar, wir haben getrunken, sind wieder fit, top fit. Und gelüftet haben wir auch. Einer hat gefragt, habt ihr hier drin eigentlich überhaupt keine Möglichkeit zu lüften? Stimmt nicht, doch haben wir. Denn direkt hinter dieser Tür, wo wir rausgehen, ist ein riesiges Fenster. Und da kriegen wir quasi die ganze Zeit schön Luft rein. Den vollen Luftaustausch. Heißt, wir sind hier relativ safe und können deswegen auch ganz gut ohne Maske. Alles klar. Gut, Viererball heißt, jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen ins Quälen rein. Wir haben jetzt immer dieselbe Grundtechnik und immer denselben Laufweg. Okay, es geht so los, wir beginnen mit Fangen, raus, dann geht es rum, einmal hier rum, fangen, einmal hier rum, fangen, einmal hier rum, fangen, einmal hier rum, fangen, vier Bälle. Ja, stimmt, der erste fällt dann aus, weil sonst sind es ja fünf. Ja. 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 Aber wir fangen immer links rum an, das Ganze so schnell ihr könnt, alles klar, bitte nicht eiern, sondern nochmal jetzt
richtig Gas geben, der Trainer gibt Kommando, ich schau weg und wenn er sagt, jetzt, dann gebe ich mein Bestes. Los. So, hopp, erster, hopp, zweiter, hopp. Okay, gut. Du? Ja. Okay. Stichwort, was brauche ich hier am meisten? Schnelle Füße. Füße. So. Und immer vorne rum, gell? Oberkörper aufrecht. Hopp! Und weg. Und schneller, komm. Hopp. Gut. 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 Hopp. Gut. Letzter. Okay. Gut. Nummer 1 geschafft. Nummer 2. Kleine Kombination. Werfen Aufsetzer. Mhm. Okay. Was genau wann kommt, weiß ich nicht. Also du entscheidest, wann du Aufsetzer wirst und wann nicht und wann du gerade wirst. Ich habe keine Ahnung, der Laufweg bleibt wieder derselbe. Rum erster, rum zweiter, rum dritter, rum vierter. Ja. Ja? Und dann rum millige. Gut, fangen wir mal lieber an. Ja, wir fangen natürlich auch an. So, du hast noch ab. Gut, gut, hau ganz schön rein. Lauf mal einen rum, nur kurz als exemplarisch dargestellt. Wenn wir im Laufen sind und immer seitlich laufen und der Ball kommt, dann haben wir immer so eine Grundrotation, weil wir von da nach da laufen und wir wollen jetzt mal versuchen, wirklich jeden Ball, wenn ich den Ball in die Mitte reingeworfen bekomme, dass meine Arme nicht aufdrehen, sondern dass mein Rumpf ist sofort gerade stabil hält, der Ball immer vor unserem Kopf bleibt. Ja? Damit wir diese Grundrotation da rauskriegen. Und los geht's. Hopp, hopp und los. Gut, und los. Hopp, hopp, hopp. Gut und weg. Hopp, hopp, hopp. Gut und letzter. Hopp, 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 hopp. Jawohl, gut so. Okay. Einfach, oder? Easy. Total easy. Jetzt gehen wir aber in die flachen Bälle rein. Das heißt, in die flachen seitlichen, okay? Wichtig ist, dass wir immer vorne rumlaufen, weil wir dann beim Rückwärtslaufen hier ankommen und die Aktion nach vorne wieder starten können. Ja? Bitte jetzt nicht hinten rum vorbeilaufen, dann vorne rum, ach so, ich muss ja nach hinten und dann halte ich den Ball da hinten in der Wand drin. Bewegung nach hinten zur Torlinie schlecht. Wir wollen von der Torlinie weg nach vorne. Deswegen startet immer vorne rum. Okay? Gut. Zweites, worauf ihr achtet, wenn er rumkommt, wird er wahrscheinlich stehen kurz. Dann kommt der Fuß, dann gehen wir nach vorne. Auch unser Anspieler wartet bitte so lange, sonst kommen wir ins Hudeln rein und dann passiert es gleich, wie ich auch gerade erklärt habe. Wir kommen über die Linie und bauen Platz und Käse. Okay? So, also. Hopp. Okay. Stehen. Hopp. Und komm. So. Oh Gott, ich werde langsam. Ah. Und gehalten. Sicher. Man wird langsam. Hui. Auf die Dauer. Brutal. Du bist ein bisschen größer wie ich, versuche alles noch eher am Boden zu machen, noch mehr in die Knie zu gehen, weil der Weg nach unten dann natürlich entspannter ist. Okay. Und los. Hopp. Einmal rum. Hopp. Gut. Jawohl. Und nochmal vorne rum, genau. Hopp. Tief. Hopp. Sehr gut. Super Ball. Vorne rum. Und nach vorne. Ja. Und letzter. Gib Gas, komm. Hol ihn. Sehr rund. Sehr geschmeidig, super. Ja. Alles eine ganz runde Bewegung gewesen, sehr gut. Jungs, Mädels zu Hause, das hier wirklich, je nachdem wie die Ellenbogen und Knie ausschauen, wenn ihr den Dreh raus habt, ja, übt und wiederholt das Ganze so oft ihr könnt, ja, weil es A, nicht nur einfach Bock macht, sondern B, weil es uns einfach jede Wiederholung einfach weiterhilft. Ja. Wir haben die letzte Wiederholung, den letzten Viererball. Ihr könnt euch zu Hause natürlich auch challengen, ihr könnt auch uns challengen, indem ihr das einfach aufnehmt, vielleicht auch mal die Zeit stoppt, ja, und sagt, hey Ferdi, wie schaut's aus?
Ich habe hier 10 Sekunden gebraucht für die 4 Bälle. Ich habe mir das bei YouTube angeschaut, du hast aber leider 17 Sekunden gebraucht, du alte Schildkröte. Wie wäre es, wenn du dich ein bisschen anstrengst und meine Challenge nachmachst? Alles möglich, postet das Ganze bei Instagram, mfs-fußballtraining, oder schickt uns das Ganze per Mail und wir stellen es dann auf unsere Instagram-Seite, kein Problem. So können wir ein bisschen im Austausch bleiben und ich würde mich freuen, wenn wieder einige Videos zurückkommen. Aber jetzt, letzter Viererball, wieder vorne rum, Halbpolbälle. Alles klar? Ja. Gut. Alles klar. Du sagst wieder hopp. Und hopp. So. So. Hopp. Ja. Vorne rum. Stimmt, ja. Hinten vorbei, du hast jetzt überlegt. Habe ich geschlafen. Ja, yeah. Und vorne sind wir schon rum, hinten vorbei. Und weg, geh mal. Genau. Sind Sie bereit? Sind Sie wirklich bereit? Gut. Ja. Okay. Und los geht's. Hopp. Einmal hopp und Fuß nach vorne. Mega. Gut. Und vorne rum. Gut. Gut. Hopp. Sehr gut. Und weg geht's. Hopp. Super. Und letzter. Letzter. Sehr gut. Okay. Als kleine Hausaufgabe. Nehmt euren Trainingspartner, spielt den Viererball und macht alles unterschiedlich. Also wir haben jetzt viermal fangen, viermal aufnehmen, viermal flach, viermal halb hoch und so weiter. Kombiniert das Ganze mal und sagt eurem Partner nicht, worum es geht. Ja? Macht es natürlich auch so, dass er eine Chance hat, den Ball auch richtig zu erahnen, antizipieren zu können. Sonst macht es natürlich wenig Sinn und der Frust ist dann recht schnell hoch, wenn der Trainingspartner einen austricksen will. Das macht natürlich nicht Sinn, denn es ist für denjenigen, der auch die Techniken übt. Also, nehmt euch die Challenge vor, sagt Papa, pass auf, ich mache jetzt den Viererball und du sagst mir nicht, wohin es geht. Ich erahne es und reagiere natürlich passend drauf. So, jetzt haben wir gerade Schnee leider, wir können es aber auch draußen, was heißt leider, eigentlich ist es ganz cool, weil wir können zum Beispiel auch in den Garten gehen, ja, oder auf irgendein Waldstück oder so, einen Ball mitnehmen und das da probieren. Ja, das geht natürlich, im Schnee tut gar nichts weh. Und bevor wir alle nur zu Hause auf der Couch rumsitzen und Nase bohren, ist das allemal besser. Ja, ruhig ausprobieren, das war's für heute. Lieber Fabian, danke für deine Zeit. Danke, okay. Liebe Kids, liebe Jungs und Mädels. Danke auch an die Trainingspartner, an die Mamas, an die Papas, an Bruder, Schwester, Oma, Opa, Hund, Katze, Maus, Goldfisch. Je nachdem, wer da mitgeholfen hat, vielen Dank. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder zum Torwarttraining. In diesem Sinne, bleibt mit uns fleißig am Ball, bleibt gesund und bleibt vor allem fleißig. Ja, das war's von uns. Schöne Woche, macht's gut. Tschüss.